Liebe Freunde und Förderer der Aktion Luftsprung, ich freue mich, Ihnen heute Abend einen ganz besonderen Menschen vorstellen zu dürfen. Abdullah. Der 27-jährige Berliner studiert Medizin an der Charité und hat gerade sein zweites Staatsexamen abgelegt. Parallel dazu arbeitet er an seiner Promotion, die sich mit dem Polypenwachstum beschäftigt, woran Abdullah aufgrund seiner Erkrankung leidet. Wegen seiner Mukoviszidose muss er täglich inhalieren. Außerdem wurden ihm bereits 5-mal die Polypen operativ entfernt, aber sie wachsen immer wieder nach. Die letzte OP war im Mai diesen Jahres. Abdullah liebt Kinder und möchte später gerne als Kinderarzt arbeiten. Im Rahmen der Teddy-Klinik an der Charité nimmt er Kindern die Angst vor dem Arzt und heilt die flauschigen Patienten der Kleine. Seine Familie ist Abdullah sehr wichtig. Die Eltern leben mit seinen 5 Schwestern und 2 Brüdern in Saudi-Arabien. Ursprünglich kommt die Familie aber aus Afghanistan. Mehrmals im Jahr besucht er seine Familie, worüber sich alle immer sehr freuen. In seiner Freizeit besucht er gerne verschiedene Kurse, sei es zum Fotografieren, Massage oder Kochkurse. Außerdem spielt er gerne Fußball und hält sich mit Joggen fit. Auch wenn Abudi, das ist sein Spitzname, sehr erwachsen wirkt, so genießt er es doch, wenn er seinen kindlichen Zügen freien Lauf lassen kann. Er bekommt immer, was er will. Als Visionär träumt er nicht nur davon, König der Welt zu sein, sondern auch ein eigenes Restaurant zu besitzen, ein Buch zu schreiben und YouTube-Star zu werden. Ich bin Micha und es war mir eine Freude, Ihnen meinen Freund Abdullah vorstellen zu dürfen.